Willkommen hier an diesem schönen 11.11. Wir sind dieses Wochenende am Autodromo José Carlos Passe. Die Rede ist natürlich vom Brasilien Grand Prix. Sein Debüt gab es nämlich 1973. Eine Länge, sprich eine Streckenlänge, beträgt 4,309 Meter. Distanz haben wir wie immer um die 305,909. Runden sind es sehr viel, weil es ein sehr, also 71, nämlich weil eine Runde ja nur 4 Kilometer dauert und deswegen haben wir ein Maximum von 71 Runden, 15 Kurven, 5 rechts, 10 links, also sehr, sehr links, also es beansprucht sehr den rechten Reifen. Meisten Siege hat Michael Schumacher mit 4. Einer der aktuellsten, also der aktuellen Fahrer, der auch ähnlich viele Siege hat, ist Lewis Hamilton und auch Vettel, die haben beide nämlich 2 Siege. Schau mal, wer dieses Mal sich den Sieg holen kann. Ich gehe fest davon aus, nachdem sich gestern Lewis Hamilton die Pole geholt hat, es wird schwer. Es ist Regen angesagt, aber auch nicht, man weiß nicht genau. Aber jetzt schauen wir uns mal die Hot Lap an. Wir beginnen direkt jetzt hier in der letzten, ja, diese letzten paar Kurven. Wohl, ja, man fährt diese Kurve Vollgas. Und hier sind wir in Kurve 1. Ich hätte immer gedacht, dieses Blätter, also Teil heißt Senna S. Wir sind hier in Kurve 1 oder einfach Kurve 1. Und ja, hier haben wir dann gleich Kurve 2, nämlich das S-Du Senna oder bei uns bekannt Senna S, gefolgt von der dritten Kurve Kurve Do Sol. Ja, das sind eigentlich die Färben in einem, sind aber ja, 3 eigene Kurven. So, dann sind wir schon in Kurve 4, Desito Do Slago. Ja, die, wie soll ich sagen, man bremst einfach an und lenkt ein. Hier gibt's, sind wir in Desita, ja, 4 und 5, die gehört so zusammen. Sind aber 2 einzelne Kurven, was sollen, ja. So, hier, Bremsekurve 7, Lara Hintka. Und ja, die fährt man eigentlich mit einmal lupfen. Und die Esse, Kurve 8. Ein sehr schneller Grand Prix, wie gesagt. Pinheirinho, sorry, Kurve 9. Portugiesisch natürlich in Brasilien die Amtssprache. Und da kommen wir schon in Kurve 10. Pico de Pato. Die ist eigentlich ein härterer Bremspunkt. Hier fährt man wieder Vollgas, die Kurve 11. Magheruto. Und Kurve Nummer 12. Runkau. Ja, dann ist man schon fast am Ende. Kurve Nummer 13. Hat keinen Namen. Eigentlich mal, ja. Kurve Nummer 14. Subida dos Boxes. Mir nehme ich die Boxen einfach gleich links. Und dann haben wir Kurve 15. Aguibanzades. Sorry. So, wir sehen doch mal jetzt eine von der Runde. Ihr kennt das. Ich denke mal, dass ihr das kennt. Und reden mal über das gestrige Qualifying. Ja, Lewis Hamilton, wie ich vorhin schon gesagt habe, hat sich die Pole Position geholt. Dahinter Vettel, der mit einem kleinen Eklat, ja, im Kurs, glaube ich, wegen dem Wiegen. Ja, ich glaube, ihr kennt das, wenn ihr Formel 1-Fan seid. Kennt ihr diesen Eklat? Er hat die Waage ruiniert und fast einen Stewart in die geführt, aber egal. Dahinter Bottas vor Kimi, das könnte natürlich für die Konstrukteursmeisterschaft ziemlich interessant werden, wenn Bottas sich Hamilton, wenn Bottas sich natürlich Vettel beim Start kassiert, dann ist natürlich so gut wie gelaufen die Konstrukteursmeisterschaft. Aber was hätte, werde, wenn. Wir werden es heute um 17 Uhr, besser gesagt um 18 Uhr erfahren, wenn der Start ist. Und natürlich meine Tipps noch ganz für den Schluss. Ich denke mal, Lewis Hamilton macht das Ding vor Vettel und dahinter Bottas, obwohl ja, bei einem Regenchaos könnte Verstappen auch noch mitspielen, aber ich denke mal, es bleibt trocken und Hamilton vor Bottas und dahinter, Hamilton vor Vettel und dahinter Bottas. Auf heute war es das mal. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, und natürlich kommt diese Woche wieder Champions League plus Facecam und ein paar Folgen der January, aber für heute war es das. Ciao. Ach ja, hier haben wir oben nochmal unseren Kanal und das letzte Video und ein Favorite Video von mir. Aber wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao.